Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal und zwar auch von einer neuen Folge von Dwayne's World, aber zur ersten von vier Folgen auf der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen mit dem ICE. Wir wiegen 450,2 Tonnen, haben 8 Wagen, sind knappe 200 Meter lang, befinden uns in Aachen Hauptbahnhof und werden jetzt erstmal die Türen öffnen, dass die Fahrgäste einsteigen lassen können. Türen geöffnet. Störung. Störung. Zugbeeinflussung. Wird nie gesperrt. Wird nie gesperrt. AFB. Dann haben jetzt die AFB eingeschalten, das ist dafür da, dass es die Geschwindigkeit dann hält und das Licht für die Fahrgäste, genau. So, Sonnenblende werden wir ein bisschen noch runterlassen. Ja, jetzt können wir den Zug mal kurz von außen betrachten. Wir können die Handbremse lösen. Joa, ich bin schließen und abfahren. Schließvorgang eingeleitet. Jetzt habe ich hier gerade 100% Leistung gegeben. Das heißt, ihr dürft mit 100% beschleunigen und die AFB hält eigentlich nur immer die Geschwindigkeit. Wir fahren mit den Zugsicherungssystemen Ziefer, PZB und LZB. Zugbeeinflussung. So. Ja, also die Siefer müssen wir alle 30 Sekunden drücken, wenn ich es nicht tue, dann sagt ihr halt 2-3 mal Siefer und danach macht ihr eine Notbremsung. Ab hier dürfen wir auch 100 km/h fahren. Jetzt beschleunigen wir langsam auf 100 km/h. 4 Folgen wird es davon geben, also 4 Teile mit dem ICE, bis wir in Köln Hauptbahnhof sind. Und ja. Jetzt werden wir durch Köln, Aachen Rote Erde fahren. Hier halten wir zum Beispiel auch mit dem Regionalexpress. Hier müssen wir nochmal PZB, LZB wachsam bestätigen. Das sehen wir, weil es geblinkt hat. Ich versuche das natürlich so weit wie es geht realistisch zu spielen, also ohne das hat. Und
auch ohne Zwangsbremsung. Hier vorne dürfen wir dann auf 140 km/h mal beschleunigen. Ja, hier ist 140 km/h. 66,6 Kilometer haben wir noch. So. Jetzt beschleunigen wir auf 140. Der ICE3 hier hat eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h, aber wir werden maximal dann 250 km/h fahren. Sie fahren. Ja, zwei Tunnel erwarten uns und eine Brücke. Die Brücke werden wir erst in der nächsten Folge sehen, also im zweiten von vier Teilen hier mit dem ICE. Und die drei Tunnel werden wir noch schaffen. Ab da vorne irgendwo ist dann mal nur noch 120 km/h und dann irgendwann auch nur noch 100. Deswegen werden wir einfach langsam mal runterbremsen mit der AFB. Hier wird sowieso ein Vorzeichen gewesen, dass wir jetzt ab hier nur noch 120 dürfen. Oh, dann bremsen wir direkt auf 110, da hinten müssen wir dann sowieso auf 110 herunterbremsen, deswegen passt es schon. Hier brauchen wir wieder PZB, LZB. Ab hier ist 120.
Hier ist ein Vorzeichen in 411 km/h, was wir im Moment eh schon fahren. Bei den ungefähr 2,3 Kilometern kommt ein Bahnübergang. Ich finde Bahnübergänge eigentlich immer ziemlich cool, weil da kann ich dann mal ordentlich hupen. So, da vorne kommt noch das letzte Tunnel für die Strecke. Siefer. 58 Kilometer haben wir noch bis Aachen Hauptbahnhof. Entschuldigung. Ich meine, Köln Hauptbahnhof und Aachen kommen wir gerade. Wenn wir jetzt von Richtung Aachen nach Köln Hauptbahnhof einfahren, was wir auch tun, sehen wir auch den Dom und so weiter. Jo, ab da vorne ist dann der Bahnübergang, von dem ich geredet habe. Ab hier dürfen wir auch auf 160 km/h beschleunigen. Wurde eingestellt, Zug beschleunigt. Warum ihr euch wundert, warum mein Mauszeiger rot statt weiß ist, für alle, die ohne es nicht wissen, die Mauszeigerfarbe kann man einstellen. Ich könnte den auch neon-orange haben, neon-gelb, pink, blau, grün. Alle Farben gehen da. Ich habe vergessen gehabt, die Zugzielanzeige einzustellen, also dass die Leute auch wissen, wohin der Zug fährt. Jetzt habe ich aber richtig eingestellt Richtung Frankfurt am Main. So, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen, lasst einen Like da, vergesst nicht zu kommentieren und abonnieren, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein Video online kommt, täglich um 20 Uhr. Folgt mir auf Instagram, da gibt's Abstimmungen ab und zu über Spiele und so weiter. Danke fürs Zuschauen, tschüss.